Moin moin Leute und willkommen zu etwas ganz Abgefahrenem auf diesem Kanal. Und zwar spielen wir Survival Chaos. Aber nicht in Warcraft, sondern in Dota 2. Dieses Spiel habe ich mir jetzt gerade eben erst runtergeladen und bin ganz kurz noch nur reingeschnuppert. Ich kenne mich also absolut überhaupt null damit aus. Ich weiß überhaupt nicht, inwiefern sich das hier von Warcraft unterscheidet. Wahrscheinlich sehr stark. Und ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich eine totale Fail-Runde hier. Ich habe vor, des Öfteren vielleicht mal Dota 2 Videos zu bringen über die verschiedensten Custom-Maps, weil die ja doch wesentlich besser gefüllt sind, die Lobbys hier, zumindest im Normalfall, als in Warcraft, und es hier auch noch eine weitere Auswahl an Custom-Maps gibt. Habe ich mir gedacht, das ist doch vielleicht ganz nice, wenn ich das mal ausprobiere. So, der League of Legends-Style, der liegt mir jetzt nicht ganz so, aber es gibt ja zum Glück ganz viele Custom-Maps. Es gibt hier ganz viele unterschiedliche Custom-Maps, die so ziemlich jede Warcraft-Custom-Map auch nachgebaut haben, hier nochmal in Dota. Und ich habe mir gedacht, vielleicht starten wir jetzt einfach mal mit Survival Chaos rein. Und ich gucke mir mal an, was für ein Fail das wird, ja. Ich gehe davon aus, dass jeder hier das Spiel besser kennt als ich in der Lobby. Deswegen bin ich gespannt. Und da braucht wieder einer zum Laden, aber verdammt lange. Wenn der jetzt nicht gleich fertig ist, dann muss ich wahrscheinlich schneiden. Naja, ich werde es einfach schneiden. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir wirklich im Spiel sind. Okay. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal mit den Menschen. Das hat eigentlich immer einigermaßen gut funktioniert. Okay, und das ist wohl der Bonus, den wir uns aussuchen können. Hm. 30 seconds to battle. Das sind Tier, das ist Tier 2, Tier 3, Tier 4, ne? Water Spirits waren immer ein richtig geiler Bonus, aber ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt bis zum Late Game schaffe. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es nicht bis zum Late Game schaffe. Ich nehme Sorceress als Early Game Bonus. In der Hoffnung, dass das alles soweit funktioniert. Und ich bis dahin komme. Ich merke aber gerade, dass das Game vielleicht ein bisschen zu laut ist. Ich mache mal hier alles ein bisschen runter. The battle begins. Weil man soll mich doch ein bisschen lauter hören als das Spiel, ja. Gut, okay, was haben wir hier? Das sind die ganzen Upgrades. Hier sind auch so wie in... Alter Schwede, das ist ganz, ganz anders hier als in Warcraft. Das fühlt sich zumindest ganz anders an. Okay, wir gucken mal erstmal, was wir hier auf jeder Lane haben. Vielleicht sollte ich hier auf jeden Fall schon mal mit den Income-Upgrades anfangen. Ist das hier Income-Upgrades? Ja. Oh, die gehen aber verdammt schnell. 9 Sekunden pro Upgrade. Ist ja mega fast. Gut, ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Rasse darstellen soll. Hier gibt's bestimmt, manche Rassen sind hier aus Warcraft. Andere wiederum sind wahrscheinlich völlig neu. Die sagen mir... Doch, Felgard sagt mir was. Ja, ja, das ist Demon. Okay, oben kämpfen wir gegen Demon. Unten unbekannt. Und hier rechts sehe ich gerade auch noch nicht, wer das sein soll. Na schön. Wo genau sehe ich mein Gold hier, ne? Wir werden es einfach mal machen und am Anfang ein bisschen auf defensiv spielen, weil Human ist ja eher Midgame. Ich versuche am Anfang noch nicht komplett aggressiv auf irgendwen zu gehen, weil das wird, glaube ich, backfiren, wenn ich das versuche. Hier unten pushen wir auf jeden Fall so ein bisschen durch. Demon auch so ein bisschen tatsächlich, ja, so mehr oder weniger. Wer sind die denn? Cool, das könnte Undead sein, oder? Das könnte theoretisch Undead sein, ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, die Upgrades gehen verdammt schnell. Daran muss ich mich auch noch gewöhnen, dass die Upgrades hier sehr, sehr schnell gehen. Das ist der Level 1 Spell. Das ist mit Sicherheit der Level 2 Spell. Und was ist das hier? Ach, das ist Ultimate Weapon. Okay. Das geht noch nicht. Aura. Und hier, das ist, was wir für Boni haben. Und hier können wir upgraden. Alles klar. Gut, okay. 1250 kostet das Upgrade hier, nur nicht 1500. Das ist auch günstiger. Gut. Okay. Scheiße, das war vielleicht keine ganz so gute Idee. Kann ich auch gleichzeitig ein Spell machen, während hier ein Upgrade läuft? Ich muss hier jetzt schon verteidigen. Ich komme da... Ja, kann ich. Okay, alles klar. Gut. Ich komme da gar nicht mit klar gerade hier. Ich muss wirklich erstmal reinkommen. Ich muss hier leider auch nachkaufen, weil Demon mich doch mehr pusht, als ich gedacht habe. Aber so richtig pusht er. Aber jetzt müsste ich eigentlich... Jetzt kommen neue Spawns. Das müsste jetzt eigentlich passen. Wenigstens hier unten gehe ich ein bisschen durch. Mitte ist verdammt leer, oder? Mitte sieht so sehr leer aus. Das ist in Survival Chaos immer ein absolutes, ja, Chaos in der Mitte. Alter, was hat denn der? Sieht man irgendwo, wie viele Stufen von jedem Upgrade, der er bisher gemacht hat? Steht das irgendwo? Steht das bei mir irgendwo? Oder sehe ich das wirklich nur... Ja, wo sehe ich das überhaupt? Das wäre jetzt mal wirklich...
Ich gehe jetzt erstmal weiter auf Attack Damage Upgrades, aber das bringt. Kauft der auch nach? Holy shit, die Fellguards sind ja komplett krass. Ich meine, ich habe nun schon ein Level 1 Replacement. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier wirklich ordentlich nachkaufen, um das hier irgendwie so ein bisschen noch zu halten. Aber geldtechnisch kann ich das momentan auch noch. Was ist denn das hier? Das ist doch... Ja, ja, das ist Mage Upgrade. Wenn ich ein Mage Replacement habe, dann macht es auch mit Sicherheit sehr viel Sinn, hier auf ein Mage Replacement zu gehen. Ich repariere mal auch hier direkt gegen. Und gehe instant aufs Mage Upgrade. Ansonsten aber wirklich sehr gute, sag ich mal, Kopie von Survival Chaos in Dota 2. Alles andere, auch als jemand, der das hier noch nie gesehen hat, habe ich sehr schnell erkannt. Aber der macht mir echt, der macht mir wirklich zu schaffen hier, der Typ. Der ist ja insane. Insane krass im Early Game scheinbar. Kann ich das Level 2 Mage Upgrade schon machen jetzt? Das geht normalerweise auch nicht, bevor man das Castle upgegradet hat. Also hier bin ich wirklich nur am Gegenshoppen. Hier sollte ich vielleicht wirklich upgraden. Ich wollte eigentlich nicht am Anfang gegen irgendwen gehen, aber ich komme hier wahrscheinlich überhaupt nicht mal zum Upgraden. Weil der mich einfach immer gegenpusht. Das sind doch auch Bonus-Units, oder? Okay, er geht Gott sei Dank zuerst auf die Türme, er geht überhaupt nicht auf die Baracke, das ist sehr gut. Jetzt können meine Einheiten von woanders helfen. Primitiv lecky ich. Er kann doch nicht hier das als Nahkampfeinheit haben und die auch noch. Der hat doch Bonus-Units auf der Baracke genommen, oder? Primitiv lecky ich. Er kann doch nicht hier das als Nahkampfeinheit haben und die auch noch. Der hat doch Bonus-Units auf der Baracke genommen, oder? Ich meine, das ist ein Neutral Building und das. Sehe ich irgendwo, was davon eine Goldmine ist? Ich erkenne nicht, ob das hier... Ist das eine Goldmine? Hat er vielleicht deswegen gegen mich? Okay. Egal, ich upgrade jetzt auf jeden Fall die Baracke hier gegen ihn. Es geht ja auch wirklich nicht anders gerade. Hier komme ich aber wirklich gut gegen an. Vielleicht jetzt ein bisschen Armor-Upgrades. Wo sind die? Hier sind sie. 300 Gold, na komm. Er wird gleich wieder vorbeikommen. Aber ich hoffe, mit Level 2 kriege ich das jetzt... Oder hat er schon gegen mich geupgradet? Und das, der Fellguard ist seine Level 2-Einheit. Ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Ich hoffe, jetzt kann ich ihn zurückpushen. Alles andere wäre wohl wirklich ein Witz. Jawohl, das sieht jetzt schon besser aus. Ich muss hier wirklich auch nebenbei immer so ein bisschen aufpassen, ob der hier unten vielleicht jetzt bald upgradet. Ja, das sieht mir nämlich sehr stark danach aus, oder? Der hat geupgradet. Dann werden wir selbiges tun, sobald ich das Gold dazu habe. Nee, aber ich muss sagen, Dota 2 macht mir echt ziemlich viel Spaß, ja? Also... Dass ich das nicht viel früher ausprobiert habe, wenn ich doch so ein großer Warcraft 3-Fan bin, macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich sehe mich da auf jeden Fall auch noch viele Aufnahmen von Custom Games machen. Natürlich hier am Anfang, das wird absolut fail. Also ich rechne auch nicht damit, hier jetzt einen Win zu holen in der ersten Runde. Wobei es zugegebenermaßen, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Und ich bin ja nun wirklich ein Survival-Chaos-Experte, ja, im Warcraft 3. Deswegen kommen wir hier natürlich noch einigermaßen gut gegen. Da kann ich mich aber unten gleich auf einen ordentlichen Push hier gefasst machen. Da muss ich wahrscheinlich wieder ein Spell benutzen. Und ich kriege leider auch nicht mehr rechtzeitig das Upgrade. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht gut. 400 Mana hat man. 75 kostet. Ah, okay. Einmal kann ich ihn noch benutzen. Danach muss ich aber wirklich ein bisschen sparsamer umgehen. Ja, wobei. Es sind gar nicht so viele. So ein bisschen komme ich noch gegen an, oder? Ich glaube, das Upgraden an sich hat schon ausgereicht. Hier oben sieht es auch sehr gut aus. Vielleicht mal jetzt ein bisschen in die Mitte gehen. Vielleicht hier sogar mal in der Mitte direkt jetzt auf Level 2 gehen. Um hier das Bonusgold zu bekommen. Weil da scheinen nicht wirklich viele Leute aktiv rein zu investieren. Okay, doch, hier muss ich jetzt doch eine Einheit, um ein bisschen was zu tanken hier.
Oh, Blizzard. Stimmt, Level 2 Magic ist Blizzard. Vielleicht gehe ich auch zuerst auf Blizzard, ganz ehrlich. Weil das hilft mir auf den Lanes viel weiter. Okay, Imp, was ist ein Imp? Hat er den vorher schon gehabt? Ja, ne? Aber jetzt hat er so verdammt viele von denen. Dass es mir irgendwie krasser vorkam. So, Blizzard wird mir nämlich echt helfen, auf den Lanes ein bisschen die Kontrolle zu bekommen. Vor allem, wenn da sehr viele Einheiten sich ansammeln. Ah, okay, da braucht man aber Level 2 fürs Castle. Das ist also so geblieben wie in Warcraft auch. Gut, dann machen wir das doch noch nicht. Ich werde hier oben gleich ganz schön gegenhalten müssen, befürchte ich. Ich will trotzdem in die Mitte jetzt Level 2 gehen. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, hier oben zu halten. So, was ist denn das hier? Oh, das ist sowas wie die Lumbermill in Warcraft. Also wir haben mehr HP-Regeneration auf den Gebäuden. Sehr, sehr gut. Oh, hier wird es gleich übel, glaube ich. Das geht noch einigermaßen. Na, wobei. Also da haben wir schon ganz schön viele Fernkampfeinheiten angesammelt. Das muss ich ja sagen. Was kriege ich hier? 5% Evasion auf allen Units, Alter. Und dann als Passives kriege ich trotzdem noch Gold. Ah, ist trotzdem ist eine große Masse, aber die kriegt man mit einem Spell gut, glaube ich, weg. Die tanken ja eh nicht so viel. Und da kommt meine Welle, kommt auch gerade sehr praktisch. Das wird vom Timing her genau passen. Ja, wunderbar. Oh ja, das reicht schon. Mehr muss ich da gar nicht machen. Ich grade nochmal. Oh shit, vielleicht habe ich doch zu früh. Vielleicht doch zu früh. Ich kaufe Sorcerers nach. In der Hoffnung, dass die da ein bisschen delivern. Hellrider. Das ist auf jeden Fall seine Level 2 Einheit. Und das ist wahrscheinlich auch eine Replacement Einheit, wenn ich jetzt wetten müsste. Weil 72 Damage ist schon ganz schön krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird doch nix. Nächste Welle kommt gleich. Bis dahin muss ich irgendwie noch durchhalten. Ich halte durch. Sehr gut. Weil die immer mehr so ein bisschen auf den Tower gehen. Das ist sehr gut, dass die ihre Aggro da sich immer so ein bisschen zu den Towern leiten lassen. Oh shit, wie gehe ich denn hier durch? Das habe ich ja total vernachlässigt gerade. Guckt euch das mal an. Da hat sich jetzt aber auch leider ganz schön was angesammelt. Da darf ich mich gleich wieder auf was freuen. Und hier oben ist auch immer noch nicht vorbei, hier die Geschichte. Bin ich, glaube ich, wieder in so einem Loop gefangen, wo der mich immer wieder zurückpusht. Weil er einfach krasser ist als ich von seinen Einheiten her. Ah, ich grade mal. Ich grade mal das Main Castle ab. Wir brauchen Blizzard jetzt wirklich. Holy shit. Die sind aber auch echt, die sind verdammt tanky. Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. So, dann habe ich nämlich notfalls auch den Level 2 Spell, wenn ich es wirklich brauche. Und ich werde es brauchen. Früher oder später. Gut. Damage, auf jeden Fall Damage. Auf jeden Fall Damage. Damage von den Units muss in meiner Base hoch sein, dass ich hier so ein bisschen gegen verteidigen kann. Alter Schwede, da unten ist auch so eine fette Welle. Ja, für unten brauche ich wieder ein Spell. Hilft alles nix. Hier oben kann ich jetzt keinen mehr benutzen. Hier muss ich jetzt wirklich den Damage kassieren. Hier spawnt es vom Timing her sehr gut gerade. Level 2 Spell benutze ich definitiv noch nicht. Wir gehen einfach mal weiter auf Damage. Und hoffen, dass ich hier irgendwann den einfach outdamagen kann. Geht leider momentan noch nicht so wirklich, aber ich hoffe, dass es früher oder später funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie viel macht er jetzt. Fernkampfeinheit hat er nicht wirklich geupgradet. Hellrider auch nicht weiter als vorher schon. Aber die sind echt verdammt krass. Also wirklich. Brauch jetzt Blizzard. Unten habe ich gut verteidigt. Dann gibt es jetzt Blizzard. 30 Sekunden. Also die Upgrades werden auch wesentlich länger, aber das ist im Vergleich zu Survival Chaos ist das gar nichts, 30 Sekunden. Also, ich glaube, der Blizzard braucht manchmal irgendwie eine Minute oder so.
Oder ist es wirklich nur Placebo-Effekt und es fühlt sich nur so an, aber ich bin mir sehr sicher, dass es, dass die Upgrades im Survival-Chaos länger brauchen. Eieiei, der ist wirklich penetrant da oben. Ich muss wahrscheinlich Level 3 gehen, oder? Also, wie soll ich hier sonst gehen? Nein. Auf der anderen Seite, wenn er dann auch wieder Level 3 geht. Na, ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mal hier Ranged Combat machen, weil dadurch meine Tower auch mehr Damage kriegen. Und das Castle auch. Und wenn meine allgemeine Abwehr hier in meiner Base ganz gut ist, kann ich den noch eine Zeit lang zurückhalten. Kann ich vielleicht noch mal den outpushen. Obwohl es momentan auch nicht wirklich danach aussieht. Ja, gebe ich zu. Aber er macht auch nie wirklich großartig Damage an meinen Buildings tatsächlich. Solange das so bleibt, ist es ja in Ordnung. Ich kann das regenerieren hier, was ich bekomme. Oh, hier ist der erste Hero. Der hat 8k HP. Ach du Scheiße. Das ist ein halber War Chief hier. Ja, stimmt. Helden wären wirklich gut. Wie wär's denn mit... Naja, Phantom Assassin. Ich brauche einen Fernkampfhelden. Ne? Der hier ist gut. Keeper of the Light ist, glaube ich, sehr gut. Aber der darf jetzt nicht nach oben gehen. Sehr gut. Wunderbar. Gibt's einfach nicht. Ich komme hier oben nicht durch. Ich muss, ich glaube, ich grade hier wirklich ab. Ich muss irgendwann auch mal zurückschlagen hier. Wenn er dauerhaft in meiner Base ist, das ist scheiße. Da gehe ich jetzt gegen vor. Ich muss doch dann wenigstens im Late Game ihm gegenüber einen Vorteil haben. Kann doch nicht dauerhaft stärker sein als ich. Genau, wir haben ja hier in den Turm auch noch die ganzen Upgrades. Die habe ich bis dato total vergessen. Was haben wir denn hier? Piercing Armor auf die Piercing Arrows auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall. Und Crit Chance auch. Das mache ich jetzt auch wirklich erstmal gleich. Dass wir die so schnell wie möglich bekommen, weil ich werde das Gefühl nicht los, dass der Typ hier schon haufenweise Tower Upgrades gemacht hat und mir deswegen die ganze Zeit zu überlegen ist. 88, ja, der geht auch viel auf Attack. Mal gleich. Dass wir die so schnell wie möglich bekommen, weil ich werde das Gefühl nicht los, dass der Typ hier schon haufenweise Tower-Upgrades gemacht hat und mir deswegen die ganze Zeit zu überlegen ist. 88, ja, der geht auch viel auf Attack. Aber mach ich ja auch. Ist auf 5. Na, so viel machen meine aber wirklich noch nicht. Also er macht mehr Attack als ich. Das stimmt. Na, wobei, hier, guck mal. Ne, mein Gladiator macht 80 plus 20, wenn er in der Base ist. Also, die 80 sind mehr. Aber der überrennt mich trotzdem irgendwie immer so krass. Was ist denn das? Habe ich ja gar keine Chance gegen. Aber wie gesagt, ich kenne auch die ganzen Rassen noch nicht so wirklich. Ich weiß überhaupt nicht, was man hier gegen Demon am besten machen soll. Das ist ja was ganz anderes als in Warcraft noch. Und dementsprechend ist es logisch. Ich habe hier auch, wie gesagt, wirklich nicht mit einem Win gerechnet. Ich werde den Hero Kill hier aber bekommen. Und das bedeutet ordentlich Level für meinen Helden. Das ist sehr, sehr gut. Guck mal, wie der gebumst wird. Der hat gar keine Schnitte. Hier muss ich aber wirklich, hier muss ich Level 3 gehen. So schnell wie möglich jetzt. Ich kann es mir nur leider nie leisten, wenn ich immer gegen kaufen muss. Aber wenn ich nicht gegen kaufe, verliere ich die Baracke. Er fickt mich sogar in meiner Base, fickt er meine Einheiten noch weg, obwohl die da 20% mehr Damage machen. Der Wahnsinn. So, komm. Upgrade jetzt. Und jetzt kloppe ich hier nochmal alles aus der Baracke raus, was irgendwie möglich ist, weil ich muss. Reicht trotzdem nicht. Holy shit, das gibt's nicht. Ist das ein Wichser da oben, ey. Ich komme nicht gegen an. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier, Resurrection ist natürlich komplett insane. Level 3, Magic Spell. Okay, okay. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich gehe weiter auf Attack. Wo ist mein... Ah, okay, mein Typ lebt noch. Sehr gut. Level 6. Level 6 ist echt schon gut.
Aber jetzt kriegt er leider sehr aufs Maul. Weil er hier auch ohne Support kämpfen muss. Aber der hat einen ordentlichen Job gemacht. Der hat mit Sicherheit auch das meiste Geld, was ich hier gerade reinbekommen habe, hat der wahrscheinlich auch verdient gerade. Gut, hier oben. Leider überhaupt keine Nahkampfeinheiten mehr übrig geblieben. Dafür wenigstens ordentlich Archer angesammelt. Ja, da oben ist echt kritisch. Vielleicht hier nochmal ein bisschen mehr für die Buildings, dass ich hier oben mal wieder ein bisschen Gen regeneriere. Und hier unten ist auch schon wieder die Party. Das ist doch wirklich zum Kotzen hier. Ich bin wahrscheinlich auch zu wenig auf Armor gegangen, aber man braucht halt die Asche dafür, ne? Was soll ich sagen? Ich gehe mal hier jetzt gleich zweimal auf Armor hintereinander. Da stehen wir 6-3. 6-3 eigentlich vollkommen in Ordnung für 18 Minuten Spielzeit, also in Warcraft zumindest. Ich weiß ja nicht, wie das hier normalerweise in den Survival-Chaos-Runden ist. Wie schnell man da immer mit den Upgrades ist. Ich könnte Mitte Level 3 gehen, theoretisch, aber ich glaube, da habe ich momentan nicht so viele Chancen, was zu machen. Vielleicht lieber ein paar Tower-Upgrades. Hier Blocking auch, sehr nice. Ja, ist schon ein besserer Push jetzt. Auch wenigstens mal überhaupt zurückpushen. Ja, ich bin jetzt schon zufrieden, wenn ich ihn überhaupt zurückpush. Das muss nicht mal irgendwie krass viel Damage an der Baracke sein. Was es nicht sein wird, weil ich hier schon wieder überhaupt keine Nahkämpfer mehr habe. Also das wird weggerotzt von den Towern, schätze ich mal. Was ist denn das? Hat der ein Level 2 Spell geused? Ja, ne, die Golems sind nicht normal. Das ist ein Level 2 Spell. Das ist der Level 2 Spell von Demon. Dass da kommen Infernals runter vom Himmel und gehen auf die Lanes. Aber drei auf meiner Lane? Da ist normalerweise doch immer nur einer pro Lane, oder? Oder waren das drei? Scheiße. Ja, der wird mich jetzt... Da muss ich ein Level 2 Spell benutzen, wenn der in meiner Base ist. Da habe ich gar keine andere Wahl. Wahrscheinlich einen Helden auch noch, wenn ich Pech habe. Weil dagegen werde ich überhaupt nicht ankommen. Aber der hat das doch mit Sicherheit nicht wegen meinem Push gemacht, oder? Ich meine, klar, ich bin Level 3 und er war da wahrscheinlich erst Level 2, aber die Golems? Da ist doch in seiner Base gerade noch viel mehr los als nur ich, schätze ich mal. So, jetzt würde ich gucken, ob ich hier gegen den hier unten Level 3 gehe. Einkommen leider momentan nicht ganz so krass. Ich komme aber gegen ihn jetzt. Jetzt komme ich gerade an. Naja, so mehr oder weniger. Aber die Golems sind weg. Ich glaube, die spawnen auch nach einer Zeit. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die gerade hier gekillt habe. Aber wenn sie weg sind, sind sie wirklich weg. Weil das, was da jetzt kommt, ist nicht so krass. Dann gehe ich jetzt wirklich hier gegen ihn, Level 3. Jetzt wird es vielleicht wirklich langsam mal Zeit, die ein oder andere Baracke hier ordentlich zu damagen. Vielleicht sogar zu holen. Mal gucken. Ich komme gegen an. Ich komme wirklich gegen an. Dann gehe ich mal jetzt auf Range Damage. Ah, vielleicht ist es Human hier auch wieder wirklich Mid-Game, / Late-Game orientiert. Und am Anfang... Ja, am Anfang ist Demon natürlich krasser als Human. Also das war auch schon in Warcraft so. Ich weiß ja nicht, ob sie auch wirklich die exakten Werte hier übernommen haben. Wenn ja, wäre das gut. Dann habe ich hier nämlich ein bisschen Vorwissen noch. Gut, hier hat er einen Helden geschickt. Der ist auch Level 6, da brauche ich jetzt momentan, glaube ich, nicht so viel zu versuchen. Vielleicht lieber auf Upgrades konzentrieren jetzt. Mehr. Achso, ja stimmt, fürs nächste brauche ich ja jetzt schon das nächste Level, dann gehe ich weiter auf Armor. Also Castle Level 3 mache ich jetzt noch nicht, das kann ich mir noch gar nicht leisten, 2,5 dazu investieren. Wir haben auch noch gar nicht so viele Einkommen-Upgrades gemacht, wie ich gedacht habe. Dachte, wir hätten da schon mehr gemacht. Dann mache ich da mal auch noch eins.
Hoffe mal, dass das mit der GeForce-Aufnahme auch jetzt hier hinhaut, weil OBS konnte ich leider nicht nehmen. Ich wollte eigentlich OBS nehmen. Da war aber immer nur Blackscreen. Irgendwie kann man da Dota nicht wirklich mit aufnehmen mit OBS, deswegen mache ich es jetzt mit GeForce. Im Normalfall sollte da nichts laggen und so weiter. Es kann aber natürlich sein, dass das trotzdem passiert. Dementsprechend hoffe ich hier an der Stelle einfach mal, dass das soweit funktioniert. Hä, ich habe jetzt doch schon 7 hier? Kann man bis 7 gehen hier, bevor man das nochmal upgraden muss? Scheinbar schon. Oder ist das wegen meinem Bonus? Da steht nichts von wegen ein zusätzliches Melee-Upgrade. Weil normalerweise geht es ja nur bis 6. Und da muss man Level 3 Castle haben, aber es muss ja auch nicht 1 zu 1 wie in Warcraft sein. Die haben hier mit Sicherheit einiges umgeändert. Er hat ja hier meinen Typen übernommen, oder was? Was irgendwie so aussieht. Nee. Kämpft er hier für mich oder nicht? Ja, okay, der kämpft doch für mich. Der war nur sehr weit auf seiner Seite. Gut, okay. Jetzt könnte ich vielleicht in Erwägung ziehen, hier nochmal mit einem Helden in der Mitte was zu versuchen. Ja, hier ist auch gerade kein Held. Also mit der nächsten Welle, die da kommt. Wen schicken wir denn da? Schicken wir nochmal ihn? Ich glaube, er war wirklich ein guter Held für die Mitte und ist jetzt schon gelevelt. Auf der anderen Seite brauchen die anderen natürlich auch was, ne? Aber der ist, glaube ich, mehr Tank. Und das ist, glaube ich, einer, ein Anti-Hero. Hero ist das, glaube ich. Also ein Assassin. Der hier, den ich gegen andere Helden schicken muss. So einer, der dann von hinten raufkrittet. Das heißt, er kommt wieder mit in die Mitte. Gut, das sieht alles soweit eigentlich erstmal ganz vernünftig aus. Dann mache ich hier noch weit eigentlich erstmal ganz vernünftig aus. Dann mache ich hier noch das ein oder andere Tower-Upgrade. Shining Armor auch auf jeden Fall mehr Armor, ja. Selbst wenn er mich jetzt ein bisschen zurückpusht, ich kann immer noch so ein bisschen gegenhalten, dass wir uns da in der Mitte treffen. Wenigstens schimmelt jetzt halt nicht die ganze Zeit einer in meiner Base ab. Das nervt auf Dauer auch. Ach du Scheiße. Ach nee, das war der falsche Held. Ich habe jetzt wirklich gerade gedacht, mein Held ist gleich down schon. Das wäre wirklich scheiße gewesen. Absolut verschwendetes Geld. Aber nein, er macht da gut Kills. Steigt Level auf. Wunderbar. Ich muss mal schauen. Ich muss irgendwie eine eigene Playlist für Dota machen. Eigentlich muss ich einen eigenen Bereich machen, wo dann Playlists von Dota für die verschiedenen Modi reinkommen. Ich werde wahrscheinlich auch von Auto-Chess, wenn ich das ein bisschen besser kann, Videos machen. Jetzt sterbe ich da irgendwie immer jedes Mal noch als erstes. Wenn ich ein bisschen hier reingekommen bin in das Spiel und in die verschiedenen Modi, dann mache ich da wahrscheinlich auch von ganz vielen Maps noch Videos. Von ganz vielen Custom-Maps, weil ich bin ja eher so ein Custom-Map-Daddler. Und jetzt gehe ich hier wirklich gleich Level 3 in die Mitte. Wird jetzt wirklich Zeit. Und da muss ich dann wahrscheinlich ganz viele andere Playlists noch zu Dota machen. Mal gucken, wo ich die hinpacke. Weiß ich jetzt selber noch gar nicht. Naja, werde ich schon irgendwie einen Weg finden. Ja, in dem da oben sehe ich die größte Bedrohung momentan. Ich weiß nicht, der hier unten, der könnte natürlich theoretisch auch noch zum Problem werden. Ich kenne diese Rasse hier ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die im Late Game vielleicht total OP ist. Ich kann es nur raten. Gut, jetzt haben wir soweit. Jetzt mache ich noch Armor weiter. Von den Tech Damage Upgrades haben wir jetzt erstmal alles. Oh, was ist jetzt los? Oh. Das ist kein Held, ne? Sondern, das ist... Doch, es ist ein Held. Es ist ein Held. Ich war auf der falschen Einheit. Er hat einen Held gegen geschickt. Okay. Dann will er es jetzt wohl doch wissen. Scheiße. Das ist nicht gut. Also ein Level 2 Spell wird das auf jeden Fall... Eigentlich auch ein Held. Warum kostet der Held hier eigentlich 2,5? Ist das ein besonderer Held? Eigentlich kosten alle Helden doch 1000. Warum kostet der 2,5? Ist der insane? Kann ich mir halt leider nicht leisten, ne? Und hat man 4 Helden hier? Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Auch nochmal eine Neuerung. Ja, scheiße, ey. Okay, ich muss zuerst den Level 2 Spell benutzen. Jetzt gleich, sobald sie da sind. Und danach instant den Helden schicken. Ne, ich kann ihn jetzt schon schicken. Let this be the last crusade.
Let me find peace. Gut, er levelt, die kriegen ordentlich auf den Sack. Naja, darunter hatte ich mir eigentlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr vorgestellt. Der wird ja jetzt komplett gefokust. Ah, ich hätte ein bisschen warten sollen. Der hat zwei Helden geschickt, eine Scheiße. Der hat zwei Helden, glaube ich, geschickt. Das sind doch zwei von diesen großen Health Bars. Na, ich glaube, der fickt mich jetzt. Jetzt kann ich, glaube ich, nicht mehr viel dagegen machen. Und der pusht leider auch jetzt. Scheiße. Naja, es sah eine ganze Zeit lang wirklich gut aus. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu knifflig. Wenigstens überlebt der Omni-Knight hier so ein bisschen. Warum hat denn der eigentlich keinen Kopf? Lol. Ja, der outtankt den hier aber nicht. Das ist ein Level 9er Held und der ist nur Level 3, also... Das ist böse. Das ist wirklich ganz böse hier. Ich meine, ich habe zwar Tower Support, aber... Das ist wirklich mies, ey. Das ist wirklich richtig mies. Ich muss hier wirklich gegen kaufen, was gegen zu kaufen geht. Da halte ich gegen. Aber ich heile mich auch die ganze Zeit gegen. Oh shit, was ich hier ansammle. Gut, jetzt kriege ich ihn doch. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich ihn doch kriege. Ich hoffe nur, dass mein Held so lange überlebt, weil der braucht die EP jetzt. Sehr nice. Jawohl. Jawohl, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wisst ihr, was ich mache? Ich gehe... Okay, kann ich noch nicht. Ja, ich wollte jetzt wirklich Level 4 gegen ihn gehen. Weil das so ein... Weil der mich so verarscht hat hier mit seinen Helden jetzt. Und ich glaube, ich mache das sogar wirklich. Kriege ich das noch bis zum nächsten Spawn hin? Nee, ne? 300 Gold, das wird nichts mehr. Aber dann überrasche ich ihn. Oder? Oder? Komm schon. Nee, scheiße. Ist leider knapp nichts mehr geworden. Egal, bis der nächste Spawn ist dann Level 4. Bis das bei ihm alles durchgekommen ist, sind die Level 4 Einheiten auch schon auf dem Weg. Es leckt irgendwie gerade, kann das sein? Warum leckt denn das hier gerade? Hab eigentlich eine gute Internetverbindung. Muss dann auf jeden Fall am Server liegen, denke ich mal. Oh! Oh, hier in der Mitte gehe ich ja richtig durch. Hier geht es ja ab gerade. Was soll denn das? Hier sollte doch eher in der Mitte... Oh! Holy shit! Da machen wir aber gut Damage. Noch ein Armor-Upgrade gefällig? Ja, warum eigentlich nicht so? Komm, das muss jetzt hier aber ordentlich Impact sein. Das ist ein Level 2 Spell, ne? Boah, das könnte vielleicht aber trotzdem die Baracke sein. Ich habe hier einfach so viele Einheiten, die heilen. Guck mal, wie ich geheilt werde. Ist das deine Special Unit oder ist das ein... Nee, das ist nicht ein Special Unit, das ist aber auch ein Held. Ach komm! Ah, knapp. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber das hat wirklich... Das hat die Baracke jetzt echt sehr stark getroffen. Das ist gut. Aber ich... Ach komm! Ah, knapp. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber das hat wirklich... Das hat die Baracke jetzt echt sehr stark getroffen. Das ist gut, gut. Aber ich hatte mir jetzt eigentlich... Warum denn surrender? Warum denn das? Warum soll ich surrendern? Ich hatte mir jetzt erhofft, die Baracke zu kriegen. Alter, er hat zwei Helden schon wieder gegen gekriegt, ne? Oder ist es nur Mano Roth? Ja, es ist, glaube ich, nur Mano Roth und sehr viele kleine Einheiten noch. Na gut, okay. Umso besser, dass ich hier gleich bin. Ich kann mich jetzt schon mal bereit machen, hier wieder einen Helden gegen zu schicken. Da werde ich dann wahrscheinlich den Level 2 Helden nehmen. Auf gar keinen Fall möchte ich, wenn es irgend noch mal... Weil dann habe ich gar keinen Mana mehr. Hier auf eine sehr lange Runde. Ich hätte gedacht, in Dota geht es vielleicht ein bisschen schneller. Also nach 30 Minuten keine Baracke von würde irgendwo eingeblendet werden. Das kenne ich so auch noch nicht. Jeder so. War wirklich. Ich könnte theoretisch zwei Helden schicken und ich glaube, ich mache es auch. Und natürlich ich irgendwie gerade auf dem Server. Warum auch immer. Thank you.
Gut, sie alle Fokus in den Helden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie erstmal auf die kleineren gehen. Da der Held down ist, desto schneller komme ich hier auch wieder so ein bisschen zur Ruhe. Alter, er schickt mir auch einen Helden. Warum denn das jetzt noch? Warte, meine Barke ist aber nicht down, oder? Nicht ab. Oh shit, es sieht jetzt. Das sieht hier wirklich nicht gut aus gerade. Geht der nicht down, Herr? Der ist die ganze Zeit auf einem HP. Fällt einer oder was? Hat auch lange genug gedauert. Okay. Ja, aber ohne jeglichen Unit Support. Ja, jetzt müsste ich eigentlich. Die Sorceress dann auch nochmal weiter zu upgraden, was Damage angeht. Und mit Resurrection holen wir uns halt wirklich den Massenvorteil dann. Denk mal, dass das wirklich am Server liegt, dass hier irgendwann, wenn zu viele Einheiten sich auf der Map versammeln, dass es dann wirklich anfängt zu laggen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Digga, niemand, nie, vor allem Hand of Blood braucht deinen Advice nicht. Eieiei. Oh, oh shit, da gehe ich jetzt, komm schon. Da gehe ich durch, das kriege ich. Jawohl, da haben wir doch die Baracke. Geilo. Sehr schön, das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, keine kleine Planänderung. Ich gehe hier jetzt voll auf die untere. Und wir versuchen, den unteren Typen jetzt auch noch Platz zu machen. Dann ist das Ding so gut wie im Kasten, denke ich mal. Aber das brauchen wir da unten jetzt. Ich frage mich auch, ob ich hier vielleicht einen Helden mit reinschicken soll. Vielleicht zum nächsten Pushen noch schön gleich einen Helden mit dazu und dann wird der, glaube ich, ins Schwanken geraten. Ach, der, oh, 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 der wird auch, deswegen hat er hier so Probleme gehabt. Und wahrscheinlich auch vorhin Level 2 Spell benutzt, weil der hier von Undead da rechts auch ganz schön zerklopft wird. Na gut, wir machen es so, wie ich gesagt habe, hier. Wir nehmen sogar den teuren Helden, weil ich hier auch wirklich auf Nummer, okay, nee. Nehmen wir doch nicht. Weil für den braucht man scheinbar wirklich Castle Level 3. Das ist. Darauf werde ich als nächstes gehen. Dark Lord. Alles so extrem starke Heroes bei denen. Sehe ich hier gerade. Warte mal. Hat der auch keine Baracke mehr oder was? Nee, hat er nicht. Also, wenn der hier unten noch fällt, dann würde ich mich da wirklich fast schon als Gewinner hier sehen. Also das zumindest könnte ich es mir vorstellen, um ehrlich zu sein. Mal gucken. Kommt auf viele Faktoren jetzt an. Aber die, aber rechts und oben, die scheinen sich gegenseitig so ein bisschen platt gemacht zu haben. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das dauert eine ganze Minute jetzt, das Upgrade. Tower Upgrade vielleicht in der Zeit nochmal machen. Vielleicht jetzt hier das Mana-Schild. Und hier Snapshooter, Piercing Armor, noch mal ein bisschen mehr Rüstung reduzieren, ist wichtig und richtig. Und jetzt hier versuchen durchzublasen. Ich meine, wenn der da unten jetzt ein Level 2 Spell hat, wenn der vielleicht sogar schon die Special Unit hat, dann habe ich natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite kann ich mir die Special Unit gleich selber holen. Okay, sein Castle ist down gegangen, glaube ich. Ja, sein Castle ist down. Also der wird es wahrscheinlich nicht mehr weit bringen in dem Game. Es wird ein Kampf zwischen mir und dem unteren sein, schätze ich mal. Dahingehend, in Vorbereitung darauf, würde ich auch in der Mitte schon upgraden.
Weil sobald der hier tot ist und der tot ist, gehen die von der Mitte natürlich auch zu ihm. Oh, das... Ah ne, doch auch nicht. Ich hab wieder gedacht, das ist die Special Unit, aber der hat nur noch mal seine Helden losgeschickt. Gut, der ist so gut wie hinüber, der hat gar nichts mehr. Der hat noch eine Baracke, aber gleich auch nicht mehr. Komm, zerklopft die Baracke. Nice. Wir haben den wirklich noch platt gemacht. Geil. Der Push wird aber nicht ausreichen. Ich befürchte, der Push, der ist zu schwach. Ich muss mich jetzt brüsten für das, was gleich von da unten hochkommen wird. Aber ich bin bereit. So, ach, ist das die Special Unit? Das ist die Special Unit, ne? Das ist gar kein normaler Held, das ist die Special Unit. Der kostet auch ein bisschen weniger als in Survival Chaos. Den werde ich vielleicht sogar zur Verteidigung benutzen. Die Baracke kriegt auch ordentlich. Oh ja, die Baracke. Die Siege Units machen hier ordentlich Schaden an der Baracke. Aber er benutzt sein Level 2 Spell. Das ist auf jeden Fall sein Level 2 Spell. Trotzdem guter Schaden an der Baracke. Wenn ich da nochmal Counter pushe, jetzt gleich mit der Special Unit und vielleicht noch einem zweiten Support-Helden, dann war's das. Dann denke ich, wird es das gewesen sein. Oh, die Mitte-Units gehen schon zu ihm runter. Sehr schön. Sehr gut. Perfekt. Oh. Erste Runde Dota 2 Survival Chaos. Erster Sieg. Hoffentlich, vielleicht. Ich gebe mein Bestes. Wir werden uns die Special Unit holen und wahrscheinlich den weit gelevelten Helden noch dazu als Support Hero. 3-5 habe ich ja jetzt und dann... Guck mal, hier komme ich ja auch. Guck mal, der ist ja auch schon down hier. Es ist ja nur noch 1 gegen 1 hier. Und da komme ich jetzt hier aus der Mitte, komme ich da von rechts. Und wenn ich dann noch von unten komme, dann wird er einpacken können. Ich werde auch alles auf eine Karte setzen und den Push hier unten mit dem Level 2 Spell abwehren. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass der mir jetzt hier wirklich nicht noch irgendwie eine Baracke klaut oder so. Das kann ich nicht eingehen, das Risiko. Ah, hier sind leider noch Helden von dem Undead-Typen. Das ist nicht ganz so nice. Die Frage ist, brauche ich hier... Ich glaube, ein Level 1-Spell reicht hier definitiv mehr als aus. Ich brauche gar keinen Level 2-Spell. Den kann ich mir für einen Notfall noch aufbewahren. Ich gehe mehr auf Attack Damage jetzt. So, der Legion Commander. 22 HP. In der Base über 300 Attack Damage. Wird jetzt schon ein bisschen geskillt durch den Level 9er Held, den wir uns gleich hier raussnacken. Ich werde mal nochmal hier alles, was man so irgendwie an Einheiten spawnen kann, als Support mit reinklatschen. Und dann gucken wir mal. Das sieht aber auch wirklich sehr gut aus. Das sieht alles sehr gut aus gerade. Ich werde immer und immer weiter auf Attack Damage gehen jetzt. Warte mal, habe ich das gerade abgebrochen? Ich glaube, ich habe es gerade aus Versehen kurz vor dem Abschluss abgebrochen. Scheiße. Oh, ho, ho, ho. Ja, die Siege Engines, die knallen so rein. Holy shit. Komm schon. Ey, wenn die noch ein bisschen... Ich glaube, ich krieg's mit dem Mal hier nicht, die mittlere Baracke. Aber wenn ich noch, wenn die noch ein paar Mal mehr aufgeschossen hätten, hätte ich's gehabt. Aber sehr, sehr awesome. Was heißt denn, dieses Angreifen ist nicht möglich? Das habe ich noch nicht so ganz gereilt. Gut, noch weniger Armor für dich bitte und noch mehr Crit-Chance. Den Rest des Goldes spare ich mir. Okay, da ist auch seines... Oder? Nee, ist es gar nicht. Ich verwechsel hier schon 20 Mal den normalen Helden mit der Special Unit. Wie sieht's mit dem Push hier aus? Kommt er jetzt mal da voran oder nicht? Naja, geht so, ne? Ach da, ach, guck mal hier. Ist das seine Special Unit? Fick ich gerade seine Special Unit auf der Lane? Das ist doch seine Special Unit, das ist doch nicht die Undead Special Unit. Holy shit. Ich bumpe seine Special Unit auf der Lane hier. Noch. Nur in der Mitte. Wird er mich jetzt ein bisschen counterpushen. Komm schon, geht ein bisschen auf die Baracke noch. Ein paar Schüsse noch auf die Baracke und ich hab das. Die gehen leider auf den Helden, was ein Fehler ist. Was sie wirklich nicht tun sollten. Aber dafür komme ich von rechts gleich auch. Er hat seine Special Unit verloren. Wo ist meine eigentlich? Ja, wo ist meine Special Unit? Ist sie schon down?
Ne, der ist da noch. Wird aber leider nicht mehr sehr lange durchhalten. Ich hoffe, ich krieg seinen Helden vorher noch. Der ist Level 12, der gibt ordentlich OP. Ja, krieg ich noch, sehr gut. Und die Baracke, glaube ich, auch, oder? Alter, hat die wenig Leben. Schießt auf die scheiß Baracke jetzt. Jungs, die hat 71 HP. Das gibt's nicht, ey. Ich habe sie bekommen, oder? Ich glaube, die ist down. Ich glaube, ich habe sie noch bekommen. Jetzt komme ich von oben und rechts. Hier muss ich jetzt wieder mit dem Push rechnen. Aber alles in allem sehr, sehr vielversprechend hier, das Ganze. Hier, Daily Challenges 3 von 6 schon mit dem ersten Match abgeschlossen, scheinbar. Oder ist es eine 8? Ich sehe das gerade wegen dem FPS-Counter nicht so richtig. Ja, kommt schon. Kommt schon. Hier auch nur noch ein ganz kleines bisschen brauche ich. Und dann ist auch die Baracke down. Ihr müsst einfach nur mal richtig targeten, Jungs. Okay, da hat er seine Special Units wieder geschickt. Als letzte Verteidigung. Aber wenn sie auch nur wirklich mal einfach ein Shot von der Siege Unit würde schon reichen. Kommt schon, ja, jetzt kriege ich sie. Nice. Gut, hat er noch irgendeine Baracke oder hat er gar keine mehr? Ich weiß es nicht so genau. Ich muss hier unten jetzt hier, der kommt hier gleich. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hier muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da benutze ich... Oh Gott, das war schlecht. Oh, das war ganz dumm von mir jetzt. Scheiße. Das war wirklich absolut dumm von mir. Ich wollte Level 2 Spell benutzen, benutze stattdessen Level 1 Spell und habe jetzt keinen Mana mehr für Level 2. Das war nicht geplant und nicht gewollt. Aber dennoch kriege ich das hier auf jeden Fall abgewehrt. Denke ich mal, hoffe ich mal. Scheiße, die Baracke kriegt echt viel. Warum gehen die eigentlich? Die Gegner gehen immer instant nur auf meine Baracke. Und meine... Scheiße, ey. Meine Units machen das nie Dreck. Die Baracke hat er gekriegt. Ich hoffe, ich bekomme es trotzdem noch irgendwie hin. Ich meine, seine Special Unit geht doch jetzt nach rechts, oder? Ne, er hat seine mittlere Baracke noch, leider. Die hat er leider noch. Scheiße, es läuft nicht so gut, wie ich anfangs dachte. Es ist doch scheiße alles. Geh bitte in die Mitte. Da brauche ich jetzt deinen Support wirklich mehr. Ich muss jetzt versuchen, in der Mitte durchzupushen. Er hat keine Special Unit mehr, die er zum Abwehren benutzen kann. Höchstens noch ein paar Helden. Also ich bin eine Baracke hier im Vorteil, theoretisch. Muss nur aufpassen, dass ich hier an meine Updates denke. Dass ich einen kleinen Vorsprung hier erziele auch. Hier und hier. Und in jedem Turm bitte hier ein Upgrade laufen lassen. Vor allem die Siege Engines. Die sind jetzt ganz wichtig. Komm schon. Seine Mittelbaracke ist so gut wie down eigentlich. Ich hoffe, dass die paar Hits, die ich jetzt setzen kann, dass die ausreichen. Warum macht sein Katapult so viel mehr Damage als meins? Hab jetzt 8 Fernkampf-Upgrades. Alter, die Runde ist die geht verdammt lang, oder? Krass. Aber gut, das ist Survival Chaos. Gut, bitte, er hat keine Special Unit mehr zum Verteidigen. Lass diesen Push hier vielleicht jetzt sogar wirklich das Chaos jetzt zerstören. Und den mittleren auch. Komm, guck mal. Guck dir das mal an. Hä, war da noch seine linke Baracke irgendwie? Ich dachte, die hätte ich kaputt gemacht. Oder sagt mir jetzt nicht, die baut sich nach einer... Der hat irgendwie eine Fähigkeit, dass die sich nach einer Zeit wieder aufbaut. Er hat nochmal ein Level 2 Spell ready? Scheiße. Das ist zu spannend hier. Spannender, als ich gewollt habe, leider. Er wird nochmal damit davonkommen, glaube ich. Obwohl hier eigentlich... Guck mal, das ist ein krasser Held hier, oder? Lone Druid. Dass der gegen meine Special Unit und gegen meinen Helden, der fast aus dem gleichen Level ist, so gut gegenhält. Ist ja der Wahnsinn. Aber ich komme durch. Nee, ich komme durch. Ich push trotzdem durch. Der hat hier ganz viele krasse Einheiten, die aber einen langen Weg laufen müssen. Der Held ist gleich tot. Er hat keine Baracke mehr. Eigentlich, wenn sie jetzt mal wirklich auch mal ein bisschen auf die Gebäude gehen, muss es das gewesen sein.
Auch der Held ist gleich down. Warum sterben die nicht, wenn ich die kille? Warum können die sich wiederbeleben? Sollte das nicht eigentlich meine Fähigkeit sein? Oh, ich habe übrigens total vergessen, diese Fähigkeit zu skillen. Ich Trottel. Obwohl ich extra gesagt habe, ich darf das nicht vergessen, weil die so krass OP nachher ist. So, bitte stirb jetzt. Aber für immer, bitte. Und du bitte auch für immer. Und dann habe ich's, glaube ich. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier das Timing nicht verkacke, da oben zu defenden. Ich habe leider nur einen Helden, mit dem ich das machen kann. Oh, wir haben gewonnen. Nice, okay, GG. Wow, intense erste Runde. Erste Runde Dota 2 Survival Chaos. Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also Leute, haut da rein und tschüss.